wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Der Jojo hat endlich einen Stellplatz bekommen hier in der Nähe von meinem Büro und kann jetzt endlich mein Auto hier ganz entspannt parken, muss mir nicht mehr einen Parkplatz suchen, was immer anstrengend war. Und mal gleich auschecken hier die Lage. Good job, stehst du in der Mitte auf der Insel. Hä? Warte. So, my friends, für mich geht es jetzt in den ersten Termin um 10 Uhr im neuen Joker Studio. Ginger, wir müssen hier raus. Und der Beamer ist gepackt. Easy peasy. Wir sehen uns gleich im Studio. Dicker. Ja, ich habe keinen Zucker drin, ne? Ja, ist gut. Ist gut? Ja. So, und cheers, jetzt? Ne? Ja. Wie willst du denn jetzt? Wirf einfach davor. Davor? Wie in Amerika, weißt du doch. Schmeißen die doch auch in meinen Vorgarten. Dann machen die das nicht nur mit Zeitung? Echt? Ich habe das auch schon mal mit Paketen gesehen. Ja? Ja. Oh, ein Upgrade, Dicker. Digga, ich bin bei UPS am Start, Leute. Wumm. Ach hier, DHL. Hier, ja, dauert halt länger, ne? DHL ist hier ein bisschen zu spät, muss man sagen. Ein bisschen. Ja, sagen die Buchstaben, dauert halt länger. Und was hier natürlich im Prenzlauer Berg gut passt, war, die hassen Laufen. Ist ja so. Ist wirklich so. Der geht so. Schon hier zum Hermes. Der hat noch zu. Ohne Scheiß. Der hat wahrscheinlich heute Urlaub. Ist ein April vergessen. Ich wollte dich eigentlich nicht. Ja, ist ja pranken. Nicht schlimm, aber wisst ihr, was da drin ist? Steht drauf, nee. Glaube ich. Samsung. Hau mal. Du musst jetzt umsatteln auf Samsung. Das hättest du gestern bringen können, aber heute glaube ich dir das nicht mehr. Guck, warte, hier. Warte, steht da drauf. Was ist das denn für eine Kinderschrift, Alter? Das kannst du deinem Kind zeigen, Alter. Der erkennt da was draus. Also der kann schon Samsung schreiben. Den soll man lieber Apple lernen zu schreiben. Apple ist einfacher und besser. Nee, das schmeckt ihm nicht. Er isst lieber Banane. Das ist so ja geil. Trinkehalter, ja, und hier ein bisschen Gewicht. Und dann, wenn ich trinke, wissen die immer. Genau. So. Okay, Brother, ich diesmal. Tschüss. Gib rein. Ja, der liebe UPS-Mann Patrick hat es schon richtig erkannt. Ich habe ja schon mal so angefangen, schon mal bei Null gestartet und so ähnlich fühlt es sich jetzt auch wieder an. So ein bisschen so ein Gefühl, dass man denkt, so, boah. Bis das alles läuft, bis alles ready ist, dauert es noch so lange. Und zum anderen auch, wenn man hier so rumläuft und so ein bisschen den Vibe von den Leuten mitkriegt. Richtige Entscheidung hier vorne. Es ist irgendwie nice, man geht raus, die Leute sind freundlich, gucken auf den Laden und so. Das ist super interessant. Ja, deswegen bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Auf der einen Seite freut man sich mega, auf der anderen Seite denkt man so, boah, klappt das alles so, wie man sich das vorstellt. Aber da müssen wir jetzt durch. Das ist so, wenn man selbstständig ist, nimmt man ein Risiko in Kauf. Und was wir heute machen ist, erster Kunde hat hier sein Gerät vorbeigebracht. Dieses gute Stück und dieses gute Stück. Und da werden wir jetzt einmal versuchen, die ganzen E-Mail-Konten umzustellen von Pop auf IMAP. Und alle Mails entsprechend mit rüberzunehmen. Problem ist hier, Mails liegen noch auf El Capitan und auf Mojave. Die müssen zusammengeführt werden. Es wird entsprechend aufwendig sein. Ich hoffe mal, dass wir das zu seiner Zufriedenheit jetzt hinkriegen. Mein mobiles Setup, wenn ich zum Kunden muss. Bildschirm, kabelgebundene Tastatur, kabelgebundene Maus und HDMI-Kabel, weil ganz oft habe ich irgendwelche alten Mac Minis oder alten Rechner, die nicht mehr ansprechbar sind, wo gar nichts mehr geht und dann brauche ich halt entweder eine vernünftige Tastatur, vernünftige Maus, also vernünftig einfach nur, dass die Kabel per Kabel angeschlossen werden kann. Und da muss ich jetzt zum Kunden nachher nach Charlottenburg, um einen Mac Mini nochmal anzuschauen. Und da nehme ich auf jeden Fall einen alternativen Bildschirm mit, dass ich, auch wenn der super klein ist, kann ich zumindest mit dem Ding operieren. Falls kein Bildschirm vor Ort ist oder der nicht funktioniert,
bin ich dann nicht umsonst gefahren, sondern kann dann mit meinem eigenen Equipment auf jeden Fall safe das Ding zumindest überprüfen. Herr Gigi, kommt jemand zu Besuch? Was ist das denn für ein Boxsprung, Alter? Pass auf, das Ding weggeht. So werde ich auch immer begrüßt von Alina, wenn sie nach Hause kommt. Alrighty, Popeiti, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Charlottenburg. Also zwei Termine sind heute noch am Start. Einmal um 16.30 Uhr, jetzt ein Termin und um 18.30 Uhr. Hoffe, dass wir jetzt gut durch den Verkehr kommen. Im wunderschönen Charlottenburg angekommen. Ja, Alinski unterstützt mich gerade, wo sie kann, weil ich natürlich bei freien Mitarbeitern nicht immer volle Kontrolle habe. Das heißt, die haben auch ihren eigenen Stuff noch zu tun, ist ja auch völlig legitim. Aber sie ist so nett und hilft mir gerade bei der Steuer, weil ich das einfach gerade nicht mehr alleine geregelt kriege. Und ja, was liegt jetzt an? Als nächstes kümmern wir uns jetzt um den Mac Mini. Und zwar hat der Kunde Mac Mini bestellt für sein Abrechnungssystem, also Kassensystem. Darüber wird quasi dann, das ist ein Anbieter, der hat ein Kassensystem, was wirklich nur für Mac konzipiert ist. Ganz viele Praxen, Physiotherapeuten, Ärzte nutzen ja quasi ein Windows-System über Parallels auf dem Mac. Und jetzt gibt es einen neuen Anbieter, der quasi das auch komplett über Mac macht und auch wirklich sehr, sehr gut macht. Und der läuft dann über einen Mac Mini Server, dass sie quasi intern über den Mac Mini mit verschiedenen Benutzern das System entsprechend nutzen können. Und da ist nächste Woche die Umstellung. Diese Woche bereiten wir schon mal den Mac Mini vor, dass sozusagen alles vorbereitet ist für diese Umstellung von dem Windows-System auf das Mac-System. Das gehen wir jetzt mal an und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder, wenn die wunderschöne Sonne nicht mehr zu sehen ist. Also genießt sie noch mal kurz. Einen schönen guten Abend, ihr Lieben. Es ist unglaublich, es ist noch ziemlich hell draußen und der Jojo ist schon fertig. Ging heute schneller als erwartet, die Einrichtung des Mac Mini. Der Kunde war auch ein bisschen fertig vom Tag, deswegen haben wir nicht mal allzu viel gemacht, sondern nur so ein bisschen Kleinscheiß erledigt und zwei Umstellungen vorbereitet. Einmal eine Telefonanlagenumstellung, wo ich quasi einfach mit vor Ort bin, falls irgendwas schief geht. Und das zweite ist quasi die Umstellung von deren Praxissoftware, dass ich da ein bisschen die Kommunikation begleite, technisch das Ganze auch natürlich betreue. Das heißt vor Ort, weil die Firma, die das sozusagen zur Verfügung stellt, die sitzt nicht in Berlin. Die machen aber die Einrichtung einmalig und damit dann jemand hier vor Ort ist, der sie unterstützen kann im Notfall, bin ich dann sozusagen mit im Game. Ja, das Ganze noch parallel zu dem neuen Büro, zu der Planung des neuen Büros. Da war ich heute auch den ganzen Tag dran. Wirklich für mich so wie als ich angefangen habe. Also muss wirklich sagen, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger ist eigentlich, weil es einfach ein nächster Step ist. Es ist einfach ein Level Up. Und ein Level Up bedeutet immer extreme Unsicherheit, weil man natürlich Neuland betritt für sich selber. Und ich mache das Ganze noch komplett alleine. Das heißt, ich kann mich jetzt auf niemanden verlassen oder kann mich sowieso auf niemanden verlassen. Aber ich meine aber nur, es hängt eigentlich alles an mir, dass die entsprechenden Dinge jetzt erledigt werden, beziehungsweise auch geplant werden, auch finanziell geplant werden, auch in der Umsetzung geplant werden. Und jeder, der sowas schon mal gemacht hat, der weiß, wie viel unsichere Faktoren es da gibt. Und für mich sind das ja auch alles Sachen, die ich zum ersten Mal zum Teil mache. Und das bringt einen dann immer wieder in so Phasen von Sicherheit und yeah, let's go zu Unsicherheit. Und in den Momenten ist es für mich halt krass, weil es so absolut neue Situationen sind, in die man sich reinbegibt und in denen ich auch schnell, sag ich mal, schwimmen lerne, aber im Moment halt richtig schwimme, um das zu erreichen, was ich mir so vorstelle, auch mit den Mitteln, die ich natürlich habe. Und ja, das ist heute ein krasser Tag, sag ich mal, 50-50 gewesen, 50% Kunden und 50%, dass ich mich nur in diese ganzen Themen einarbeite, die so anstehen, und sitze in einem Büro,
wo es kein Kaffee gibt, wo kein Klopapier da ist, wo Kisten rumstehen, wo eigentlich kein normaler Betrieb am Start ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich das hinkriege, weil für mich in diesen Situationen, ich gehe halt voll in die Power rein und weg von dem, dass man so im Moment der Schockstarre kennt, sicherlich auch jeder von euch, dass man so denkt, oh Gott, oh hier, was da, was muss ich noch hier machen, das muss noch bedacht werden. Und man ist so überfordert mit der Situation und zieht sich so zurück. Und ich versuche immer genau das Gegenteil zu machen, immer voll in die Offensive zu gehen, immer aktiv zu bleiben, immer zu antworten, immer zu reagieren, um am Ende einfach ein geiles Produkt zu haben, was dann erstmal eine lange Wertzeit hat. Da freue ich mich halt mega drauf, aber das ist halt auch jetzt vor allen Dingen in dieser Situation, in dieser Planungssituation, was auch so Selbstständigkeit angeht, eine sehr heiße Phase, die so ein, ja, einfach ein Auf und Ab ist, gefühlsmäßig, als auch einfach vom Mindset her muss man da sehr klar und sehr direkt bleiben. Und da befinde ich mich gerade voll drin. Bin jetzt im Vlog an dieser Stelle, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sehen uns morgen in alter Freshness. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.